Am nächsten Tag im malerischen Kurort müssen die Weichen gestellt werden. Zweitletzter Tag in Bad Sohn-Allendorf. Morgen ist das große Finale und heute müssen wir noch mal richtig reinhauen. Gestern auf Jörgs Bauernhof, da habe selbst ich noch mal richtig gute Eindrücke gewonnen. Und jetzt wollen wir das, was wir dort gesehen haben, heute auch kochen. Ah, hello. Hi. Servus, na? So, guck mal. Denke. Jörg ist schon da. Stell mal hier hin. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Hi, Jörg. Hallo. Was hast du alles mitgebracht? Ja, so. Das ist jetzt, genau, das ist Würste. Die Würste, Schinken, das Brot und Fleisch. Ich hoffe, dass das alles gut klappt, dass das alles gut ankommt. Und es ist ein schönes Gefühl, dass es hier in der Gegend bleibt. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, finde ich schon. Dann können wir jetzt kochen sofort. Können wir loslegen. Ist hier drin alles schon klasse? Ja. Ehrlich? Ja, klar. Ja, dann los. Danke. Jo, gerne. Also, bis dann. Okay. Ne? Bis dann. Ciao. Und tschüss. Ich mach mal auf. Oh. Oh, ist das schön geworden hier. Wo vorher nur notdürftig gebraten werden konnte, ist mit der neuen Dunstabzugshaube eine echte Küche entstanden. Über der ordentlichen Ausstattung thront nun ein schweres Hightech-Gerät, das für stets saubere Luft sorgt. Von technischer Seite steht dem zweiten Testessen nichts mehr im Wege. Auch das zersprungene Ceranfeld gehört der Vergangenheit an. So, können loslegen. Also wir haben gestern ist ja die Abzugshaube reingekommen und ja, ist super einfach. Also ich freue mich richtig, ne, dass das jetzt richtig vorangehen kann und losgehen kann. Ja, ohne dass man da in den Qualm steht und kaum atmen kann. Ne? Ja. So, guck mal, was hat der Jörg uns mitgebracht? Hausgemachte Würste, luftgetrocknetes Filet. Schinken, boah, sieht alles gut aus. Und guck mal hier, boah, guck dir mal dieses Brot an. Ha? Das ist aber ein Schätzchen, das oder? Das ist ein Schätzchen, ja. Okay, damit kann man arbeiten. Gute Farbe auch. Gute Farbe. Was haben wir hier? Hier haben wir noch mehr. Ah ja, guck mal, hier haben wir die Würstchen. Alles drum und dran. Gut. Wir haben einmal einen Burger, habe ich gesehen. Ja. Und einmal haben wir gesehen Toast Hawaii. Richtig. Das werden wir beides jetzt machen. Und zwar in einer neuen Form, wo wir die regionalen Produkte vom Jörg mit einsetzen können. Als erstes brauchen wir eine Soße Hollandaise. Hast du schon mal eine Soße Hollandaise gemacht? Nee. Gut. Und Sauerkraut müssen wir ansetzen. Hast du schon mal Sauerkraut angesetzt? Auch nicht. Ja, trifft sich ja gut, ne? Haha. Wir machen nämlich mit der Wurst und mit den Dingen vom Jörg einen Sauerkrautburger. Ja, das ist gut an. Dankeschön. Das Fleisch, bitteschön. Gut, machst schon mal Öl in den Topf. Zunächst Zwiebeln grob zerkleinern und anschwitzen. Ganz kleines bisschen Knoblauch. Dann jetzt den Sauerkraut rein. Genau, einfach rein. Ein Lorbeerblatt, zwei Nelken. Etwas Brühe dazu gießen. Und dann ein bisschen Weißwein. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Was sagst du eigentlich dazu? Guck dir das mal hier an. So eine Küche habe ich ja noch niemals. Ja, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ist sie den jetzt auch an? Nee. Ja, wollen wir mal anmachen. Auf eins. Komm. Gutes Ding. Das ist ein Maschinchen. Ja, oder? Der Sound. Bella Machina. Jetzt kann hier gearbeitet werden. Wie aufs Stichwort werden die Burger Buns angeröstet und die frisch geformten Patties angebraten. Dann haben wir hier diese wunderbare Wurst, diese weiche Wurst. Die können wir auch mitverarbeiten dabei. Das ist das, was es nachher ausmacht, verstehst du? Genau. Ne? Eine schöne alle Wurst. Genau. Aus der Region. Richtig. Erstmal verkosten das gute Bio-Produkt. Sehr lecker. Ja. Super. Sehr lecker. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt haben wir ein Sauerkraut. Da machen wir uns die Wurst hier ein kleines bisschen warm. Nehmen wir uns hier ein bisschen Barbecue-Soße. Das Wichtige ist, dass der Burger immer bis zum Rand eingestrichen ist. Ja. Viele Burger schmecken nämlich beim ersten Bissen nicht, weil am Rand nichts ist. Trocken schmecken. Ja, weil am Rand nichts ist, ne? Ja. Ja. Oh, Entschuldigung. Patty drauf und Salat on top. So, dann legen wir hier auf den Salat das Sauerkraut drauf. Zwei Scheiben von der Wurst. Burgerdeckel drauf.
Teller. So. Und jetzt brat mir doch einer einen Burger. Hier. Oh, schön saftig. Schöner Sauerkrautburger mit heimischer Wurst, heimischem Fleisch. Alles da. Okay. Jetzt muss das Regio-Brötchen nur noch munden. Und jetzt guckt euch das mal hier an. Ja. Zeit, das neue Alleinstellungsmerkmal zu probieren. Eins für dich. Dankeschön. Eins für dich. Mal rein. Verstehst du das jetzt? Ja. Hammer. Oder? Für den komme ich wieder. Da ist der Hammer, der Burger, da mit unserer Almwurst aus der Region. Das hat schon prima zusammengepasst auf jeden Fall. War lecker. Hammer. So, hier bin ich zu Hause, hier will ich sein. Bei Bratwurst, ne? So, jetzt machen wir Toast Hawaii. Wie hast du immer gemacht früher? Normales Toast genommen, angetoastet, Butter drauf, Schinken, normalen Kochschinken, Ananas aus der Dose, Schablettenkäse drauf, Preiselbeer, fertig. Hast du Kochschinken da? Ich müsste Kochschinken da haben. Jetzt haben wir Kochschinken. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir machen das mit diesem tollen Brot. Das rösten wir jetzt. Also mit Butter einstreichen und toasten. Wisst ihr eigentlich, warum wir hier miteinander kochen? Damit einfach mal die kreative Knospe bei euch aufgeht. Verstehst du? Ja. Ja, damit man einfach mal weiß, was es bedeutet, aus Standards ganz einfach die regionalen Dinge mit zu integrieren. Weißt du? Ja. Frank ist halt auch schon von Natur aus so ein Typ, der, wenn er dann kocht, dich mitreißt. Ne? Also, und auch immer redet und was er da macht, der beschreibt es und erklärt es. Und man kann richtig gut zugucken, lernen. Von beiden Seiten, Frank? Ja, von beiden Seiten. Und wir machen eine Speed-Hollandaise. Dazu nehme ich Eigelb, etwas Weißwein, Salz, Pfeffer. Erhitzen und das Ganze dabei schaumig schlagen. Und aufpassen, dass es kein Rührei wird. Ja. So, dann machen wir hier Schinken. Der Schinken muss unbedingt gebraten werden, damit er seine Röststoffe entfalten kann. Ein bisschen Zitrone rein. So, die Butter verliert jetzt ihr Wasser und jetzt wird sie braun. Also wir machen Nussbutter. Ah, ja. Und jetzt muss man den Moment abwarten. Schnell umkippen, damit es aufhört, dunkler zu werden. Dosen Ananas kommen dem Sternekoch nicht in die Tüte. Frisch aufgeschnittene Fruchtscheiben werden in Butter angebraten. So, und jetzt die Butter rein, das heißt, der Topf ist. Und jetzt gibt es eine Emulsion. Ja, ganz langsam immer, ne? Ja. Wie eine warme Mayonnaise, ne? Ja. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Brot her. Erst der knusprige Kochschinken, dann die Ananas. Schöner alter Gouda kommt da drauf. So geht's ab ins Rohr. Und jetzt rein. Jo. Und zu guter Letzt kommt dann nachher noch die Soße Hollandaise darüber. So eine Schweinerei, aber es schmeckt wirklich mega. Und dieses Rezept, das könnt ihr euch runterladen bei kabel1.de/cuisinesrestaurants. Da gibt es alle Rezepte, tausende Rezepte und ganz viel Outtakes, ganz viel Clips und alle Rosins Restaurants Sendungen, die es jemals gab. Also von daher ein Klick und ihr seid dabei. Ach so, und bei Join. Jetzt gucken wir mal, wie die Würstchen hier von Kollege Jörg schmecken. Macht das hochwertige Biofleisch einen geschmacklichen Unterschied? Boah. Boah, sind die lecker. Also, nicht nur Bio, sondern auch Power. Geschmack, ja. Hm? Hast du deine Currysoße gemacht? Mach mal ein bisschen warm, ich will die mal probieren. Oh, die ist aber lecker. Also, entweder ist in dir, schlummert in dir ein Naturtalent, oder du hast uns alle am Anfang nur für doof verkauft. Nee, das nicht. Die Begeisterung des Spitzenkochs lässt auf eine Zukunft fürs Zweistein hoffen.
eine Sensation. Dankeschön. Eine Sensation. Ich habe mich sehr gefreut, dass Frank den Daniel gelobt hat. Das braucht er auch und löst auch in ihm Motivation aus. Und das hat man ja auch gemerkt. Da habe ich richtig Bock drauf. So, guck mal, der geschmolzene Käse mit der frischen Ananas. Und jetzt Soße Hollandaise drauf. Ja. Ah. Oh. Das ist so geil. Ich freue mich so. Und weil ich mich so freue, bin ich auch der Erste. Na gut. Es ist so unfassbar lecker. Sensationell. Also Toast Hawaii, das war im Mund einfach eine Geschmacksexplosion. Da war echt Hammer. Das möchte ich auch auf jeden Fall wieder essen. Also es ist ein Gaumengenuss. Also wenn Toast Hawaii, dann nur so. Gebratenes Landbrot, gebratener Schinken, gebratene Ananas, frisch, alter Gouda, Ofen, Hollandaise drüber. Wiedersehen. Bist du happy? Ja, absolut happy. Jetzt bin ich eigentlich überwältigt, wie man aus so in so kurzer Zeit aus ein paar Kleinigkeiten eigentlich solche leckeren Speisen gemacht hat. Ne? Mit den frischen Sachen von Jörg. War schon Hammer. Hi. Hi, komm mal rein. Wir kochen gerade zusammen. Und was gibt's denn Schönes? Die Bratwurst vom Biohof. Probier mal die Wurst. Prima. Also selten eine Wurst gegessen, die so viel Geschmack hat. Schon gut. Wirklich ganz gut, ne? Mhm. Sehr lecker. Und die Bratwurst, die war schön kräftig. Gutes Aroma gehabt. Also es hat total Spaß gemacht und Daniel war auch total motiviert und Frank ist auch einfach da richtig aufgegangen. Also er lebt das durchaus und es war richtig schön. Ja.